Remi, komm, schalt das Ding ein. Wir kommen zurück, Leute. Im Wasteland Reborn. So, ich habe mich hier durchgekämpft. Ich soll ja an so einer Schalltafel hier rumpulen. Ich muss mir erstmal heftig ducken, dass ich hier mit meiner Rüstung reinpasse. Guck mal, ob ich das überhaupt bedienen darf. Und nun, Captain? Ach du Scheiße. Alter. Was ist denn jetzt hier so? Alter, ey. So ist das schön, oder was? So, jetzt nochmal. Übrigens heute ein ganz anderes Interface, ich habe ja noch nicht gemacht. Letztens sah ja das für die Power-Rüstung noch ganz anders aus. Heute ist es wieder Standard. Keine Ahnung, was hier los ist, ja. So, die Dinger werden jetzt ausgerichtet. Ein paar Tage lang. Captain, was ist los hier? Now we should be able to link this facility to the vaults. Let's get back to the control terminal. Dass ich meinen Kopf nicht stoße hier. Boah, ist der hier so duster? War das letzte Mal auch so? Ich meine, ich find's cool. Das macht einfach Sinn. Wie nichts Schatten wirft. Das geht. Ich weiß gar nicht warum. Aber das geht mir so unheimlich auf den Sack. Weil das wird so Atmosphäre bringen. Und es gibt keine Schatten. Macht mich verrückt. Warte mal, wo war das? War das oben oder unten? Würde jetzt wirklich auftauchen, oder? Ich möchte mich entspannt hier bewegen tun. Ich kann die Rüstung ohne ausziehen, weil ich habe viel zu viel Scheiße eingesammelt. Ach so, genau. So, jetzt aber, ne? Verbindung herstellen. Alright, those fuckers should still be in here. I'll make whoever brings me their heads rich. Fucking go! Guess our boss is back. We'd better dig in. Have a look at the control terminal. It might have access to the facility defenses. Habe ich doch schon angeschmissen, oder? Die sind aktiv. Wir können noch die. Genau, die Protectons, die in der Eingangshalle standen, ne? Los, macht sie nieder. In 20 Sekunden kommen hier die Räder.
Tja, Leute, läuft der Süd für euch, hä? Speicher mal. Der Typ hat bestimmt ohne Rüstung, hä? Da oben kloppen sie welche. In dein Kopf, Junge. Und Ende. Oh, mein Mann. Es ist schon sehr effektiv, die Waffe. Oh! From behind. Der Kind. Ganz ruhig, Jungs. Ich zieh nicht durch, ne? Da müssen wir jetzt irgendwie Protektor kommen. Alter, wie viele das sind. Leg an, Junge! Nimm die, die am nächsten dran ist, Junge! Ist ja unpräzise, unser... Noch welche rum, ey. Hey. You're mine now, Rookie. Jetzt reicht's, willst du mir gerade hauen, Alter? Guck mal, ich kann den, ey, wie viele Punkte ich verteilen kann mit der Knarre. Alle Jute, Junge. Was hat der denn hier mitgeschleppt? Eine Auto-Axt. Steh mal auf, Captain. Ich glaube, das tut auch mir weh. Umgefallen. Also irgendwas ist komisch. Plötzlich zerplatzen die Köpfe nicht mehr. Voll schade. Obwohl ich schön really critted habe. Hau mal ab jetzt hier. Sag mal, willst du mich ärgern? Bullpup Combat Shotgun. Was ist das hier alles? Ich kann es nicht tragen, ne? Aber mhm. Ah, es ist wirklich eine Bullpup. Okay. Okay, aber die brauche ich glaube ich nicht. Sieht natürlich cool aus hier. Obwohl alles ja einfach nur dunkel ist. Weil dann gibt es plötzlich Schatten. Ah, scheiß drauf. Oder wir packen das hier weg.
Gehen wir mehr so den modernen Weg. Biometrischer Scanner. So, wo ist der Captain? Mit dem sollen wir noch sprechen. That was some good work. I knew the wasteland would be dangerous, but this is more than I expected. I'm heading back to the vault. Wanna join me? Ja, sicher, Alter. Los jetzt. Ja, das ist ja nett, dass er uns gleich mitnimmt. Ich würde schon gerne mal kurz zu Hause ran und seinen Plunder abladen. General Ward. Wo ist denn General Ward? Jetzt ist auch die ganze Sache hier heuchlos. Ist krass, Alter. Das ist Power Armor. Wenn du das nicht mehr hörst, dann ist das Ding komplett overpowered. General, Mission erfüllt, Sir. My terminal's lit up, so whatever you did, it worked. It's not all good news, though. There's been no responses from command. And without them, we're in the dark as far as the bigger picture goes. We are, however, aware of the location of an old military hangar. The probability of a vertibird within is high. Mm-hmm. If it's operational, we'll be able to use it to get to command. While Captain Peterson debriefs us, I need you to investigate. Was ist die Mission? Get to the Vertibird facility, scout the area and confirm whether there is still a Vertibird within. Okay. Good. Scout the hangar and return here with your findings. Geil. Es wäre krass, wenn in dem Hangar wirklich einer drin ist. Oh Mann, gibt's denn hier einen Schnellausstieg? Weil ich kann ja von hier drin nicht schnell reisen. Und ich muss jetzt jedes Mal. Aber es gab ja eigentlich einen Aufzug. Funktioniert der jetzt, wenn wir Strom haben? Weil sonst muss ich ja immer durch die ganze Bude latschen, um da anzukommen. Ja, top. Ja, Remy lassen wir da. Der hat Wartungsaufträge dort mit. Die gerade im Hintergrund hört, das ist meine Wasserpumpe. Die versorgt gerade Dinge, die sie nicht versorgen muss. So. So, und ich gehe jetzt davon aus, dass wir eigentlich wieder auf das Gelände müssen, um dann ja, dieses riesige Hangartor zu besuchen, wo wir jetzt nicht rennen konnten. So bei Nacht sieht es dann wieder cool aus, ne? Was Remi, der hier so rumraschelt. So, mal kurz nach Sanctuary traveln. Okay, durch den Matsch zu latschen. Ich weiß gar nicht, wie das ist mit Schnellreisen und Power Armor. Ob dem Kern dann damit abgezogen wird. Müsste ja eigentlich. Sonst wäre es ja echt simpel. Ja, sind jetzt bei 9 Kernen. Okay, ich will mich der Sache natürlich entledigen jetzt hier. Erstmal kriegst du all meinen Junk. Das ist mein Junk. So. Dann kann man die ja hier hinstellen. Hoffe ich. Okay, damit wir wieder normal unterwegs sind. Dann haben wir noch ein Level Up, aber das mache ich jetzt nicht. Old Boy habe ich in der Tasche. Meine Shotgun. Hä? Das ist auch nochmal eine Schrotflinte? Komplett überfordert hier mit dem ganzen Stuff. Die macht 25 Schaden mehr. Unsere alte Trommel. Boah Gott.
Gott, ey. Da sollst du dich für irgendwas entscheiden, weißt du? Baseballschläger habe ich irgendwie ohne in der Tasche. Gottes Willen. Habe ich hier schon mal irgendwo ein bisschen was drin gehauen? Hier sind ja so die Sachen drin, die ich mal verkaufen wollte. Er kann erstmal rüber. Die hat einen Schalldämpfer drauf, ne? Dann geht die erstmal weg und der Oldboy kann auch erstmal rüber. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. So, jetzt haben wir 120 Gewicht, das geht eigentlich. Das ist jetzt schlimmer eine Runde, Leute. Ordentlich auspennen und dann suchen wir uns unsere Mission. Eigentlich wollte ich das ja alles gar nicht machen, so, ne? Ah, schön ausgepennt. Oh ne, ist doch ganz woanders. Guck mal hier hinten. Okay, aber wir reisen jetzt hier zur Concord Station. Von da aus machen wir uns zu Fuß auf den Weg. Ne, das ist ja da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und dann macht man sich halt klassischerweise vernünftig auf Socken. Ja. So. Hier waren wir. Ist das hier alles noch so ein bisschen geblieben? Jo. Dafür haben wir jetzt tatsächlich Munition. Da kocht jemand. Was liegt denn da noch? Plastikteller. Ach, den lassen wir mal in Ruhe. Oder? Kriegt mit dir was abzwacken? Ist einfach nur ein Siedler. Schade. Ich habe keine Schritte mehr, ne? Sind weg. Bleib in deiner Tonne, Junge. Ich schieß mit Eiern. Ah, durch die Tonne kann man ihn nicht erwischen. Da ist er gepanzert. Ich würde zerschießen jetzt jeden Arm. Jeden Arm. Ey. Aber irgendwie haben wir noch Krieg. Da sitzen seine kleinen Hatchlinge hinter. Kriegst du den? Ah, sehr gut, Dogmeat. Beinahe, Junge. Genau, da gab es 3 EP für die ganze Aktion. Selbstverständlich. Oh, der hat mich aber gut überrascht gerade. Er hat einen Händler erwischt. Also ich glaube, die Richtung ist ganz cool, wenn wir nach Diamond City wollen. Habe ich das mit euch schon mal gemacht, um so einen Rahmen zu schießen? Das ist so geil. Die sind so klein, wenn du die triffst und kriegst quasi Fleisch gedroppt, fällt da so eine übelste Geflügelkeule raus. Die dreimal so groß ist wie der Rabe. Richtig nice. Links ist ein Brahmin. Ah ja, hier ist uns auch ein Siedlungsplatz
Also hier kann man auch eine Siedlung hinbauen. Hier muss man bloß ein bisschen aufpassen, das ist alles vermint. Gut, dass du eine harte Socke bist. Manchmal auch richtig fies. Ich glaube, unter irgendeinem Korb oder so Mülleimer stand mal auch einer und du kommst halt nicht ran, ne? Weil der Korb das verdeckt. Will er nicht? Dann kann auch sein, dass in der Kiste was liegt. Da ist eine Kronkorkenmine. Uhuhu. Ey, du, ich hab was. Ich glaube, hier oben lag auch irgendwo einer. Doch nicht? Ich wüsste, wenn sie jetzt ausgelöst worden wäre, falls hier einer ist. Ja. Hätten die Viecher mir im Weg gestanden, ich wäre hier wieder Rolli verreckt. Red Bandana. Steht mir bestimmt auch. Na gut. Aber ich will jetzt hier keine Siedlung gründen. Ich suche die ganze Zeit nach einem Diner. Das ist da vorne irgendwo. Oh, nicht gut. Jetzt kommen ja diese Ultra-OP-Ratten. Oh, die ist direkt mutiert die inne. Und heiß auf Dogmeat anscheinend. Bam! Kommt der, Junge! Versteckt sich da die Sau? Oh! Mein Bein! Oh! Mein Bein! Oh, ich hab nicht gespeichert, oder? Oh, ey, das geht nicht klar. Dieser eine Biss, wie schnell dieses Mistvieh bei mir war. So ein dreckiges Mistvieh, Alter. Wie? Wo ist meine Bombe jetzt hin? Ja, das droht jetzt ja nicht hin, oder? Na gut. Nehmen wir das mal so hin, dann gibt es da jetzt keine Bombe. Speicher jetzt hier? Ist sie rausgefallen vielleicht? Manchmal passieren so eigenartige Sachen bei Fallout. Gerade wenn irgendwas geladen wird oder nicht. So, du kleine Slampe. Gesicht. Oh, was nun? Was ist denn so heftige Strahlung? Zündpanzerung. Stärke und Ausdauer. Ist klar, Leute. Deswegen dieser Pfütze hier in der Mitte. Hier ist die Werkbank für den Platz. Kreide. Bag of Cement. Ja. Andermal. Heute nicht. So, dann kannst du hier hinten auch noch rein, hinter die Leinwand.
Der ist aber echt schon schnell aufgezogen, hier, der Sandsturm. Und hier gilt dasselbe. Das oder auch nicht mehr. Hier waren auch immer miese Fallen. Okay. Mit Übersicht ist hier gerade noch Schnee. Workshop Key. Haben wir ja schon aufgeschlossen. Brauchen wir nicht. Oh. Oh. Gut. Ich habe gedacht, das war's. Ah, oder hier. Ey, hat sich jemand eingerichtet? Schon so die Basics sind schon mal hergestellt hier. Das wäre eine Menge Material, ja. Oh, guck mal hier und hier habt ihr gleich wieder den nächsten Fusionskern. Oh, der Quantum. Die denn hier? Easy! 5,56 Autoloader. Brustpanzerung. Tja, wir müssen uns tatsächlich ja mal kümmern, ne? Schwere Rüstung. Ach, ich steck mal ein. Wenn wir jetzt demnächst irgendwie ein cooles Outfit finden, was ein paar interessante Werte abwirft, dann werden wir uns das anziehen und dann uns so nach und nach mit Rüstungsteilen vollpappen. Weil ich hab hier keinen Bock mehr, dass wenn mir hier irgendeine Ameise in den Fuß zwickt, immer gleich in die Knie zu gehen. Guck mal, da oben ist der Diner, glaube ich. We had a deal, Trudy. Hand over the goods. You owe us. I ain't giving you poison shilling chem pushers anything. Do you know what that junk has done to my boy? He bought them fair and square, Trudy. Ain't our fault if he's strung out. Now don't make me come in there and shoot up that little trading post of yours. Können wir euch überreden, oder? Whoa, whoa. Easy there, Scabber. Wolfgang. This doesn't involve you. Was geht hier vor sich? Okay, okay, just take it easy. We'll lower our weapons, all right? Just don't do anything crazy. Ist so. Nun gebt mir eure Kronkorken. Just keep calm, all right? Here. That's everything I have. Und jetzt verpisst euch aus meinem Gesicht. You gotta be kidding me. Fine. We'll leave. Just my goddamn luck. Ich weiß, ich glaube, das kann man im Original gar nicht machen. Weil das fand ich immer auch schade, ja. Das ist ja eigentlich ein cooles Rollenspiel, so, wo du vieles auch mit Quatschen lösen kannst. Und das hattest du im Original halt gar nicht. Du kamst immer an und dann hast du gequatscht zwar, aber letzten Endes gab es immer einfach nur hart in die Fresse. War so richtig uninspiriert, das Ganze. Trudy! Ich hab dich gerettet! Oh, okay, dann quatsch ich mal durch die offizielle Luke. Can't believe you made that scumbag turn tail and run. Here, this is for you. Now, you ever need to trade? Auf jeden Fall. Shop's open. Nice, 100 Kronkorken so. Und ich möchte...
Was verkauft sie denn so feinet? Kettensäge. Alter, ein Sword. Miese Brise. Ey, was das alles gibt, Junge. Ich glaube, wir werden doch über so viele Waffen stolpern. Zwei Charakter. Na gut. Ich kaufe dir mal noch ein bisschen Munition ab hier, damit du auch Geld hast. Ich glaube, wir geraten jetzt schon an den Punkt, wo wir fast zu viel haben. Also bald so. Benutze ich die Polizeipistole noch? Ich glaube ja. So Bischle. Ja, das kann irgendwann nützlich werden, ne? Es gibt diese Momente. Das wollte ich mir anziehen. Übel stark und nichts wert. Voll krass. Hier, kauf dir hier, nimm mal mein ganzes Zeug. Darf ich hier am Regler drehen, bitte? Waffdauert hier. Dann kannst du noch ein bisschen Jet haben. Aber wirklich nur noch ein bisschen. Ah, kannst du schon nicht mehr machen. Ja, ey, nein, 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 nein. Accept, so, ja. So, die Lady ist leer. Wir lassen hier natürlich ihre Bestände. Das muss abgebaut werden. Das ist gegen die Sicherheitsnorm. Was ist das da, Alter? Muss man das töten? Was soll ein Esel sein? So ein Kreuz mit einem Hippogreif. Na gut, lass ich mal durchgehen. Bin ich gespannt, ob wir von den Typen da hören hier, von den anderen, die wir gerade verjagt haben. Zieh dich in Scheiße rein, Alter. Zigarettenlaster. Können wir uns natürlich richtig hart bedienen. Ey, wenn das erste Mal spielt, das ist so... Es ist jetzt immer noch, ne? So überladen, weil du hast ja gefühlt alle 2 Meter hängt hier irgendeine Location rum, ja? Und wenn nur ein Wohnwagen ist... wo ein bisschen Zeug drin liegt. Die, sind sie cool gesonnen? Sir? Okay. Boah, kann man den als Begleiter gewinnen? Ein Booker sein soll. Wenn ich hier noch einen Begleiter aneinander klatschen kann, dann ist das ja auch nichts mehr. Oh, zufällig wieder ein Treffer. Aber manchmal hat man einfach richtig krass Glück. Ach, der ist kaputt. Haben wir hier? Wieder ein Rezeptbuch. Ja, was mit dir hier ist? Ich weiß gar nicht, wenn wir uns ein bisschen das Radio anmachen, ob da ob der Ärger gibt. Letztes Mal ging es eigentlich. Die Schritte sind in der nächsten Folge wieder da, das ist komisch. Die Fühler durch die Welt zu gleiten. Never
are out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. Da hinten ist es, glaube ich, schon. Ah, nee, das ist diese Covega Autofertigung, glaube ich. Ah, shit, ich hab gedacht, das ist eine Tür, die ohne Ladezeit auskommt. Oh, also fiese Schramme abgekriegt hier. Meister, okay. Das wird wohl erstmal nischt. Ist ja krass, dass er meine Schritte nicht wiederbekommen, obwohl der geladen wird, so, ne? Oh. Ja, so könnte es fast immer sein, ne? So diese Stimmung. Oh, guck mal da oben. Im Dach. Ah, das sind wir diese komischen Waschbären, die ja nichts tun. Ah, ich habe doch nicht aus Versehen meine Schritte runtergestellt, oder was? So, was will ich doch nicht tun? Kannst du das, ne? Dass das nicht funktioniert. Das ist so irre, Alter. Du drückst ganz klar. Audio ist ausgewählt, ja? Oh, ja, okay, nee. Das macht mich ja ein bisschen fertig, soweit. Boah! Alter, wer ist er? Verbrenne! Oh! 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 Ey, das geht gar nicht. Wo kam er her? Ja, Erdwurm. Trash Gorger. Ist er das? Guck mal, wer kommt? Alter, her, ist so schnell! Alter, komm! Das ist so krass. Ich glaube, wir beenden die Folge mit dem Blick in meinen Schritt. Alter, was soll das denn bitte? Und der war ja schon fast tot. Ah, Leute, haut rein. Ich muss erstmal weinen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Fallout. Wasteland Reborn.